Moin Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Ich begrüße euch hier heute aus dem Windpark Niese. Ja, ich bin hier heute im Kreis Lippe unterwegs und der Windpark Niese ist vielen noch bekannt als der Windpark voll mit den kleinen Gittermasten-Nordecks. Ja, mittlerweile hat sich hier im Repowering einiges getan und es hat sich alles verändert. Ja, wie man sieht, alle Anlagen sind weg und es stehen neue Anlagen hier auf dem Berg. Ja, hier entstehen aktuell drei Nordecks, N149 mit 4,5 Megawatt auf 125 und 164 Meter Nabenhöhe. Ja, eine Anlage steht bereits, Nummer 1 auf 164 Meter. Von der Liste her ist das die WEA 2. Ja, und an WEA 1, das ist die Anlage auf dem 125 Meter Turm. Ja, ist auch schon ein Blatt bereits montiert. Ja, und ich denke mal, heute wird keins gezogen. Es ist dann doch relativ windig. Ja, aber es hat sich einiges getan hier oben auf dem Berg. Also ich war doch ziemlich verwundert. Die Anlage hier rechts, die hat man deutlich gesehen oder die sieht man deutlich von, ja, eigentlich von überall. Aber dass die jetzt schon fast fertig ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, und ich stehe jetzt hier an der Nummer 3. Ja, und hier steht ein Bögelturm, logisch, und eben die ganzen Komponenten, ne? Hier steht natürlich auch der Kameramast. Hier links sind die Blätter und dann dahinter die Gondel. Hinter dem Kameramast die Narbe und hier die drei Turmteile. Ja, also wie man sieht, hier oben ist richtig Action. Ja, richtig geil. Hier oben stehen noch die beiden Tacke. Ja, die sollen für das Repowering hier auch noch demontiert werden. Aber da die dem Ganzen hier nicht im Weg stehen, kommen die jetzt erst in den nächsten Monaten weg. Ja, also richtig Action hier oben und ich mache mich jetzt mal auf den Weg und zeige euch alles. So, hier hat man jetzt noch mal einen etwas besseren Blick auf die Komponenten von WEA 3. Ja, und hier sieht man eben jetzt im Vordergrund die drei Blätter, hinten eins der drei Turmteile. Ja, und dann hier die Gondel, noch ohne Kühler, der steht daneben. Ja. Richtig schön. Sind richtig schnell unterwegs hier, muss man sagen. Aber das Wetter in den letzten Tagen war auch ziemlich gut. Wir hatten kaum Wind, so gut wie gar nicht. Ja, also das sieht doch super aus. Läuft, kann man sagen. Ja, das wird dann hier die letzte sein, die aufgebaut wird. Und dann hat man aus, ja, eigentlich mit den beiden Tacke auf dem Köterberg aus 9 Anlagen 3 gemacht. Ja, und das sind halt hier noch die 4-5er, also nicht die 5-X'er, nicht die ganz leistungsstarken. Aber ich glaube, die sind für den Standort hier oben schon wirklich gut geeignet. Ja, richtig, richtig schön. Geht richtig ab hier in der Region. Dann mache ich mich jetzt mal zu der fertig errichteten Anlage hin, zu WEA 2. So, ich stehe jetzt hier kurz vor der WEA 2, die N149 auf 164 Meter. Ja, und hier rechts neben mir ist die WEA 1. Und ich habe tatsächlich richtig Glück gehabt, denn hier wird jetzt das zweite Blatt gezogen. Richtig geil. Ja, hier ist das Ding, ey. Richtig fette Anlage. 125 Meter Turm, 4,5 Megawatt. Kurz vor der Fertigstellung. Mega geil. Richtig cool. Ja, dann werde ich mir erstmal hier das angucken. Die Anlagen hier, die hat man ja auch schon oft gesehen, ne? 164 Meter Turm, N149. Dann möchte ich meinen Fokus doch mal hier rauflegen. Ja, richtig geil. Richtig cool. Ein Monster. Oder drei Monster werden hier errichtet. Ja, richtig schön. Schöner Stahlturm auch. Gefällt mir richtig gut. Ist mal was anderes, anstatt die ganzen Max-Bögel-Türme. Richtig schön. Ja, so ein Blatt müsste dann um die 70 bis 75 Meter lang sein. Auch richtig krass, ey.
Ja, dann gucken wir doch mal, wie es jetzt gleich bergauf geht. Ich melde mich gleich wieder, wenn das Blatt unterwegs nach oben ist. So, nach etwas längerer Wartezeit geht es jetzt endlich aufwärts für das Blatt. Mittlerweile hat es die 40 Meter Markierung erreicht. Ja, der Wind hat jetzt ein kleines bisschen nachgelassen nochmal, also es sieht jetzt doch ganz gut aus. Ja, dann denke ich mal, wird die Kiste heute noch fertig. Wir haben jetzt gerade 12.30 Uhr. Ja, das heißt, ich denke mal, heute Abend wird die Kiste stehen. Richtig cool. Da wird es montiert, das Blatt. Mega geil. Ja, richtig cool. Ja, und hier oben an der Anlage sind die Leute auch natürlich am Montieren, am Schrauben, die Inbetriebnahme vorbereiten. Ja, und dann mal gucken, wann die Anlagen in Betrieb gehen. Vielleicht noch dieses Jahr, aber mal gucken. Richtig cool. Ja, und da geht das Blatt jetzt aufwärts. Ja, Nummer 3 liegt noch schön hier unten. Ja, ansonsten ist hier alles weg. Also, richtig schnell sind die hier. Ja, die ganzen Teile hier mussten dann per Selbstfahrer hier hochgefahren werden von Löwendorf aus. Löwendorf ist direkt hier hinter der Anlage, die Ortschaft da hinten, vor den beiden EP3-Anlagen. Ja, und von dort, da ist ein riesen Umschlagplatz, von dort wurden die ganzen Komponenten per Selbstfahrer dann hier hochgefahren. Anders ging es nicht, durch die engen Kurven hier bei Niese und natürlich auch hier die enge Bergstrecke hoch, die sie eigentlich auch schon ordentlich ausgebaut haben, aber dennoch nicht ganz reicht für die großen Transporte. Ja, so ist das. Richtig cool. Dann zeige ich gleich, wenn das Blatt fast oben ist. So, das Blatt ist jetzt so gut wie oben angekommen. Es ist gleich vor der Narbe angelangt. Ja, so sieht das aus. Haben wir doch mal hier schön den Zug des zweiten Blattes gesehen. Richtig Glück gehabt. Cool. Ja, das war doch mal ein kleines Highlight hier heute. Ja, dann ist jetzt hier die Anlage, vermute ich mal, heute fertig, wenn es nicht windiger wird. Ja, und dann wird umgezogen zu Nummer 3, wo ich als erstes stand. Tja, und dann ist auch dieses Projekt schon wieder abgeschlossen, wovon ich so gut wie gar nichts mitbekommen habe, weil es auch nicht von mir direkt um die Ecke ist. Man sieht nur aus der Ferne, dass hier plötzlich eine große Anlage stand. Und jetzt steht hier plötzlich noch eine zweite und bald dann die dritte. Ja, so geht das ab hier oben. Aber keine Sorge, die neuen Projekte warten schon. Ja, hier nochmal ein Schwenk über die Baustelle. Hier der Kran, ich weiß gar nicht, was das für einer ist. LR 1700 oder 1800 eventuell. Ja, das Blatt wird jetzt eingepasst in die Narbe. Und ich mache mich dann jetzt auf den Heimweg. Und würde sagen, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Video.